Hallo meine Lieben, Verlosungszeit. Heute ist die Ziehung des Gewinners bzw. der Gewinnerin von einer dieser wunderbaren Kettenschätzchen hier, dieser Junk Journal Kettenschätzchen. Ich mache das nachher mit dem Comment Picker Tool hier, damit ich nicht 150 Kommentare oder so durchschauen muss. 141 Kommentare sind hier eingegangen auf das Video. Das ist ganz schön viel. Zwei oder drei haben gesagt, ich brauche den Gewinn nicht. Ich lasse den jemand anders, weil ich selber sowas häkeln kann. Und die meisten haben sich halt irgendeine Farbe ausgesucht. Es sind alle Farben dabei gewesen. Also alle waren irgendwie interessant für euch. Und einige haben mich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann, wie man die Dinger hier häkelt, ne? Wie man die macht. Aber ganz ehrlich, das wäre ein super kurzes, langweiliges Video. Das ist nämlich total einfach. Ich habe das gehäkelt mit zwei Fäden. Ne? Also es gibt hier zwei Fäden. Wenn ihr seht, hier sind zwei Stück. Ne? Und ich habe die Perlen auf den einen Faden aufgefädelt, bevor ich angefangen habe zu häkeln. Dann habe ich beide Fäden zusammengenommen, habe einfach angefangen, hier so drei, vier Luftmaschen und habe dann immer irgendwie, jede zweite Masche, habe ich einfach ein paar Perlen da eingehäkelt. Ne? Also immer eine rübergeschoben und Luftmaschen gehäkelt. Und so habe ich diese ganze Kette gemacht. Also das wäre ein urlangweiliges Video. Also wer Luftmaschen häkeln kann, der kann das machen. Fertig. Und wenn ihr ein dünnes Garn habt, ich habe hier zum Beispiel, man sieht das nicht so ganz gut, aber das sind zwei verschiedene Stärken von dem Garn. Ich habe die Perlen auf das ganz dünne hier, auf dieses dünne gemacht. Das ist so ein Taschentuchspitzengarn. Und das dickere, das ist so ein Filet-Häkelgarn und dann habe ich die eben zusammengehäkelt und das ist jetzt auch super stabil dadurch. Also mehr ist das nicht, ne? Das ist wirklich total easy. Ich werde also darüber kein Video machen, weil das ist einfach zu einfach, ne? Also das ist wirklich viel zu einfach. Macht einfach zwei Fäden. Ihr könnt auch einen Nähgarn nehmen, wenn ihr kein Taschentuch-Häkelgarn habt, dann könnt ihr auch einen Nähgarn nehmen. Fädelt einfach da die Perlen drauf und häkelt es dann zusammen mit einem anderen Garn, mit einer Wolle, was ihr halt so da habt, oder mit einem Stickgarn. Häkelt ihr das einfach zusammen mit einer Luftmaschenkette auf und fertig. Mehr ist das nicht. Das ist alles. Es ist überhaupt kein Geheimnis dabei. Ne? So läuft das hier. So, und eines dieser Schätzchen wandert jetzt in die Verlosung und ich bin gespannt, welches mich verlassen wird als erstes. Und die anderen vier, die packe ich in meinen Shop. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da als Preis einstelle. Das könnt ihr dann ja sehen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten drunter dann irgendwie irgendwann. Oder ich gebe euch über Facebook Bescheid, wenn die Sachen in meinem Shop sind, weil ich muss noch Fotos machen. Aber wie gesagt, also im Laufe der nächsten Woche werden die restlichen vier in meinem Shop zu finden sein. So, genug gequatscht. Das wird heute ein ganz kurzes Sonntagsvideo. Ich packe die jetzt erstmal wieder alle hier weg in meine Kiste. Und ich hole dieses Tablet-Monstrum-Dingsbums, dieses uralte Teil her. Ich habe hier so ein Comment-Picker-Programm, ja, YouTube Random Comment-Picker. Ich habe den Videolink hier schon eingefügt, ja, das ist der zu dem Verlosungsvideo, also zu diesem Juhu-Video, ne? Zeit für die Verlosung. So, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich heute. So, ne? Das ist das Verlosungsvideo. Also den Link zu diesem Video habe ich hier eingefügt. Ja, okay, alles klar. Und dann doppelte Einträge werde ich rausfiltern, sodass jeder, der vielleicht zwei Kommentare geschrieben hat, aber nur einmal in die Verlosung kommt, wäre ja sonst auch ungerecht. Und na, die Premium-Funktion, die kann ich sowieso nicht verwenden, ne? Also weil ich kein Premium habe. Es wird ein Gewinner gezogen und das ist es im Grunde genommen. Jetzt muss ich diese super schwierige Rechnung hier noch lösen. Ja, 7 plus 8, ganz, ganz schwierig, besonders wenn man nicht weiß, wo die Zahlen sind. Aha, das dürfte dann 15 sein nach Adam Riese und Eva Zwerg. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ding hier einfach mal und schauen mal, wer das jetzt hier gewinnen wird. Ich bin super gespannt. Achtung, fertig und ich hoffe, es klappt. Ne? Technik und so, Technik, ja. Also, Get Comments, zack. Dann schauen wir mal, wie das jetzt hier weiterläuft. Ich hoffe, das passt. Ah ja, jetzt passiert irgendwas. Okay. Unique Comments sind 133. Alles klar. So, wie geht das jetzt weiter? Start Raffle. Jetzt gehen wir da mal runter. Zack. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, auf Start, dann sollte das losgehen. Und ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach. Das Video heute soll ja nicht länger als maximal 10 Minuten laufen, ne? Also wirklich nicht. Ne? Und jetzt,
Ich klicke jetzt da drauf und dann geht's los. Achtung, fertig. Trommelwirbel. Zack. Und? Passiert da jetzt irgendwas? Nö. Ah, so, jetzt. Oh, 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 jetzt geht's los. Und. Ah, die Uschi. Uschis Toffels. Aber jetzt müssen wir erst noch gucken, ob die Uschi auch eine Wunschfarbe reingeschrieben hat, weil wenn sie nämlich... Hallo, jetzt müsste doch der Kommentar kommen, oder? Weil wenn sie nämlich keine Wunschfarbe da reingeschrieben hat, wo sehe ich das denn jetzt hier? Give away details. Pick another winner. Ja, ich will ja den Kommentar jetzt lesen, ne, Leute. Kann ich den mal irgendwie lesen? Gibt es den da jetzt zu lesen? Oh, diese Technik. Die Technik, die treibt mich noch in den Wahnsinn. So, da haben wir es. Ich habe auch schon Ketten gemacht. Nein! Die Uschi hat keine Farbe genannt. Die Antwort, einzige Antwort dazu ist von mir. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, ergänze bitte noch deine Wunschfarbe. Könnt ihr das überhaupt lesen? Guckt mal hier. Die Uschi, die hat keine Farbe genannt. Ja, sorry. Also es tut mir echt leid, Uschi. Ich hätte dir das wirklich gerne geschickt, aber du hast keine Farbe genannt. Daher, es tut mir wirklich leid, aber du fällst raus aus dem Ding. Ja, ich muss nochmal auslosen. Boah, das ist spannend heute. Das ist super spannend. Ich fass es nicht. Okay, also starten wir das Ganze nochmal und hoffen, dass diesmal eine Gewinnerin oder ein Gewinner gezogen wird, die oder der eine Farbe genannt hat. Auf geht's. Und jetzt Start. Okay, die Spannung steigt. Und es ist Elke Brockmann. Elke Brockmann. Tolle Verlosung, alle Farben sind sehr toll. Ich persönlich bevorzuge Grün-Gold. Liebe Grüße, Elke. Jawohl, Grün-Gold. Die liebe Elke bekommt von mir diese Kette hier. Grün und Gold. Und Elke, ich gratuliere dir recht herzlich zu deinem schönen Gewinn. Bitte schreibe mir an die eingeblendete E-Mail-Adresse deinen Namen nochmal, wenn das... Ich nehme an, dass es ein richtiger Name ist, aber man weiß es ja nie genau. Schreib mir deinen Namen und schreib mir deine Adresse, wo ich dieses schöne Kettchen hinschicken darf. Und dann geht das auch schon los in die Post. Schreib mir das bitte bis, ja, keine Ahnung, schreib mir das im Laufe der Woche. Ja, im Laufe der nächsten Woche schreib mir das bitte. Je schneller du es schreibst, umso schneller kann ich das natürlich verschicken. Aber es sollte auf jeden Fall in der nächsten Woche, sollte deine E-Mail da sein. So, und das war es eigentlich auch schon für heute. Für jetzt ist Feierabend. Ich kann auch sagen, mein Lazy Junk Journal Projekt, was hier noch stattfindet als nächstes, da habe ich schon einiges vorbereitet. Hier sind schon ganz viele Sachen. Die habe ich mir schon mal beiseite gelegt. Und im nächsten Video geht es dann um die Ausgestaltung des Lazy Journals. Und ihr dürft gespannt sein, was da alles kommt. Aber für heute sage ich mal, habt noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bleibt kreativ, bleibt gesund und junkelt euch was Schönes. Tschüss!